Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder Plattkanal mit dort und dat. Die Titte ist all wieder röm. Ische auch all wieder nauch passiert. Wir kicken uns dat mal an. Gaut, dat jü vorbei kicken daut. Nu ist all wieder Sommertid. Und Ostern steigt für de Tür. Die Sommertid, die hätt sich anscheinend noch mal richtig einen upsackt. Wer könnt bloß hoffen, dat dat dann Osterhasen nicht passiert. Ostereier on the rocks oder Lammfilet mit Schneigestöbel, dat wollt ihr mal wat anders. Ostern 8 Grad, Heiligabend 18 Grad. Nu wird sie dann ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Duck Trump verklagen. Heischall, eine Frau, die tämlich bekannt für ihr Pornos ist, Geld geben him, damit sie schwiegen deit. Das ist an sich aber wohl noch nicht die Straftat, Heischall dat aber nicht richtig verbucht. Also bilanziert him. Ich mein, wie bucht man Schwiegegeld an ein Pornodarstellerin? Denn auch richtig, das ist ja auch noch nicht so ganz klar. Sind das Personalkosten? Ist das irgendwie Instandhaltung und Reparaturen? Oder sind das Spesen? Ein demokratischer Staatsanwalt, der hat sich doch nur tämlich ob verbetten. Hei will Donald Duck, Trump partout für den Kadi bringen. Ich löf die Schuss, die geht nur achten los. Dat wird uns Donald aber noch so richtig Upwind geben. Töf die Tiet af. Dat mit Häuptling, gäle Lock, dat ist noch nicht vorbei. Thema Wessel. In Deutschland hat uns Bundesregieren nu ein neues Heizungsgesetz beschlossen. Ha! Als ob wir da ob Teufel habt. Da buchen wir schon gerade noch. Af nächstes Jahr, also af 2025, mit alle Heizungsanlagen tau 65% mit regenerative Energien betreffen waren. Also mit Photovoltaik, mit Solar, Wärmepump, Geothermie und so wiege. Fossile Brennstoffe, die schuld so flink als das adat Guide von Markt verschwinden. Ein paar Utnahmen und Härtefallregeln schaltet allerdings gäven. Wenn du zum Beispiel 80 Jahre und Ölle bist, denn brug die da nicht mehr abverlangt waren. Ich mein, das ist nur noch zur Freu, dörrebe Fachtorsimpeln, aber dieses Schuss, die geht auch nur achtern los. Ich mein, für uns Bundesregieren, denn dat röppt doch nu die Generation 80 plus in den Fokus. Die könnt nu ollig afkassieren. Uns ist all ein lüttjes Dörp bekannt, wo die ganze Ortschaft dat Dörp nu ob Opa Heinrich überträgen will. Die ist über 80, noch quietschfidel und hält mich rüstig und solang as hei läf, kann dat ganze Dörp nu wiege mit Öl, Gas und Holz heizen. Oder aber die Enkelkinder, die überträgt dat Hus, nu werde trüch ob ein von den Grotöllen. Wirtschaftlich war dat aber ein Problem in der Taukunft für die Generation 80 plus Klotor kommen, also betze 80 sind, weil die Rente direkt schon nu nicht mehr ut. Und da bug wir nu ein Überbrückungsmodell von den Sparkassen und den Banken. Dem möcht nu hülpen, denn af 80 gehörst du af nu, also vielen Dank für das neue Heizungsgesetz, zur goldenen Generation, bloß noch afkassieren. Nu war das wieder Tiet für Helmut. Ich lösche Teuft auch all. Helmut! Moin moin, hier ist wieder Helmut. Ich glaube, ich komme in Schwulitäten. Ich soll doch ach und mal ein bisschen Werbung machen. Und ich hätte das nur ganz vergessen, die haben mir zu Weihnachten paar Christstollen tauschigt, die ich probieren und so ein Betten bewerben soll. Ich hoffe, dass das nun noch nicht so laut ist. Also, ich habe ihr feine Christstollen von den Herstellern A, L, D und I.
Ich habe mir das sogar hier so schön zurechtgelegt. Ich werde nun mal alle durchprobieren und dem meine Meinung abgeben. Oha! Nicht Fellbälle. Wollen wir Ben was trinken? Das hat mich schon nur Oga denken können. Nochmal einen Schluck trinken. Ich hab nicht gedacht, dass Rosinen so knastern dort. So, nun mein Fachurteil. Also, insgesamt hat mir wie alle feine Kristallen die Puderzucker am besten schmeckt. Ansonsten sind sie wohl allesamt toll lang in Backofen werden. Ich meine, wenn das nur Knäckebrot werden will, dann habe ich schon nichts gesagt. Aber mir fehlt so ein bisschen Frische und Feuchtigkeit in Geschmack. Wenn man bedenkt, dass man mittlerweile für so ein Stück Beton 3 Euro bezahlen muss, dann habe ich mich auch gleich zwei Backkübeln können. Ich war dann Eindruck nicht los, dass sie mich hier mit Kristallen für dumm verkübeln will. Alles klar, Helmut. Ja, du merkst, hier kommt die Wahrheit auf den Tisch. Was gibt's es noch? Ach ja, Sport. Oder wie das bei mir heißt, Football. Die Nationalmannschaft, die hätte auch zweimal gespielt. Also einmal gegen Peru und einmal gegen Belgien. Also besonders gegen Belgien hätte mir das gut gefallen. So was Frisches und so viel Energie und Dynamik. Also wenn du mit ein, zwei Spielzüge die gegnerische Mannschaft so überrumpelst, das ist doch herrlich anzukicken. Bloß schaut, dass das die Belgier wollen. Bundesliga, wollte auch. HSV hätte mit Glück ein Unentschieden in Düsseldorf ob die Reich kriegen und trampelt zum Betten ob ne Stech. St. Pauli hätte nur ein nägen Mal achtern einer gewonnen und kommt dann HSV schimmes ein Stück nöge. Und mein FC Bayern München gegen Dortmund hebt sie genug in Spitzenspiel. Die Mannschaft von Dortmund mal so richtig an die Wand spielt und hebt sich die Tabellenführung wederhalt. Aber was ist denn vorher los, wenn in ein Nacht- und Nebelaktion hebt die beiden Verkehrsraudis Olli Kahn und Brazzo Nagelsmann freistellt, hebt aber nicht mal mit ihm schnackt. Nagelsmann, die hätte über die Medien mitkriegen, auch, dass er dadurch Millionen Abfindung kriegt. Thomas Tuchel hebt sie andasen lassen, die hätte gedacht, das geht wohl um einen Vertrag auf Summe. Nee, hebt die beiden Sympathienäsen tau im Secht. Das geht um sofort. Na, denn man tau, hätt Thomas Tuchel Secht. Ich mein, man kann denn das ja nicht verdenken. Also, ich hei dat auch inne schreiben, wenn sie mir so einen Vertrag inne brehen daut. Mal kicken, wie lang dat gaut geht. Nu ist auch wieder Tiet Schluss zum Morgen, dann heit die Tiet ist rüm, dat woi wir de Plattkanal mit dit und dat. Ich wünsch jo frohe Ostern und allens Gode, kick mal wieder rin, ich bin Jürgen Müller.